Wenn Tag ist, gehe ich wieder nach Hause zurück und versuche dann dort einiges an der Monsterfalle weiterzubauen. Und ein bisschen was an der Monsterfalle weiterzubauen, einfach nur um, ja, ich denke mal, hier, wie heißt, ein paar Dinger zu machen. Ein paar Level zu machen. Und die soll ja auch irgendwann mal fertig werden, soll ja nicht so ewig dauern. Super. Ganz toll. Ganz toll. Ruhig bleiben. Nicht ausrasten. So, jetzt hier erstmal abbauen ein bisschen. Mann, wisst ihr, ich gehe gleich bei Nacht darüber. Habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel Lust. Oder ich gehe wieder schlafen. Ich baue jetzt hier nur das bisschen ab hier. Und dann gehe ich rüber. Wenn es dann immer noch Nacht sein sollte, gehe ich dann schlafen. Woran ich Nacht sehe, das sieht man oben auf der Minimap. Leider hatte die ganzen Config-Dateien der Minimap nicht gespeichert, deswegen, ja. Ist halt jetzt erstmal egal. So. Jetzt erstmal ein bisschen kurz nachdenken, was man denn noch so reden könnte. Ah ja, Zeugnis war ja. Also ich bin dieses Jahr, ich bin in der 9. Klasse gewesen, mit meinem Zeugnis nicht so zufrieden. Das hatte nur 2, hast du nicht gesehen und ja. Ach ja, ich sollte für meinen Vater noch mein Zeugnis kopieren. Geht nicht, mein Drucker ist irgendwie voll im Arsch. Super, werde ich das wohl einscannen müssen. Ach guck mal, jetzt wird sogar Tag, ist ja nett. Und dann nehme ich es auf dem USB-Stick mit oder schick's ihm per E-Mail oder hast du nicht gesehen. Gibt ja heute mehrere Möglichkeiten, dann kann er sich das selbst ausdrucken. Der hat ja einen Drucker, mein. Und ja. Scan-Funktion funktioniert ja noch. Also da hingegen habe ich kein Problem mit dem Drucker. Nur irgendwie druckt der nicht mehr. Der druckt leere Papierblätter und weiß nicht warum. Druckerpatronen sind übrigens noch nicht leer. Ja doch, sind sie. Also blau ist komplett leer, rot steht kurz davor, die erste Schwarzpatrone auch, aber die zweite Schwarzpatrone, die ist nur halb voll und die Gelbpatrone auch. Wenn ich auf Schwarz-Weiß drucke, sollte der ja eigentlich was von der nicht so leeren Farbpatrone, also der dicken Schwarzpatrone, voll haben. Oder mitdrucken. Also die Farbe davon wird mitgedruckt. Ihr wisst, was ich meine. Man sollte sich das verteilen. Tut er aber irgendwie nicht. Oder der Druckerkopf liegt nicht mehr richtig auf, weil der druckt nichts mehr. Kannst du sagen, was du willst, der druckt gar nichts mehr. Der zieht echt leere Blätter Papier durch. Und ja, das ist auch wieder mies. Muss ich mir nochmal einen neuen Drucker zulegen. Ganz toll. Das ist echt richtig klasse. Vor allen Dingen, ich war immer derjenige bei mir, wenn ich Gruppenarbeit gemacht habe, der alles ausgedruckt hat, weil die anderen meistens keinen Drucker hatten. Ich mache meistens mit Guden und noch einem anderen zusammen. Und die haben meistens alle keinen Drucker oder wollen irgendwie nichts ausdrucken. Und dann war ich derjenige, der auch ausgedruckt hat mit meinem Drucker. Und ja, das klappt jetzt auch nicht mehr. Hört man mich eigentlich jetzt gerade die ganze Zeit Shift-Taste klicken, damit ich hier relativ schnell vorkomme, aber dann immer nicht runterfall. Egal. So, epische Musik beim monstervollen Bau hat man auch noch, haben wir auch schon lange nicht mehr. Dum, 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 dum. Ich baue jetzt hier mit den Schweinen. Okay, gut. Einen habe ich da gefailt. Ein bisschen. So. Nein. Na, was mache ich denn hier? So. So, wunderbar. Tralala. Wo ist jetzt eigentlich die Mitte? Ich
Ich hab's vergessen. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, 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 So, gut, wunderbar. So, dann, da war ich ja komplett falsch. Hier ist die Mitte. Werde ich mich jetzt hier wieder hochbauen. Ja, gut, da ist die Mitte. So, das wird ein 3x3 großes Loch. Deswegen war das da gar nicht so verkehrt. Wisst ihr was, nehmen die jemand Spitzhacke, das dauert mir sonst echt zu lange. So. Moment, Kater schnarcht. Hört man das? Ich glaube nicht. Und ich hoffe nicht. Weil es wäre echt komisch, wenn der Kater in der Aufnahme schnarcht. Und der schnarcht immer so extrem lustig. Hätte ich jetzt ein... Nee, nee. Ein Standmikro kann ich da ja auch nicht hinbewegen. Hätte ich jetzt ein Wireless LAN-Headset, ein WLAN-Headset, genau, ein Wireless-Headset, würde ich da jetzt hingehen. So, dann werde ich mir jetzt mal kurz einen Eimer holen und das austesten mit dem Wasser. Oder habe ich noch, ne, ich habe keinen Eimer dabei, ist ja super. Oh, guck mal, wieder ein Kaktus. Ganz klasse. Also, ich bin froh, dass die Kaktusfarm soweit funktioniert. So, Eimer. Gut, da habe ich den Wassereimer. Wisst ihr was? Ich nehme gleich noch einen zweiten Eimer mit. Hier noch irgendwo in der Nähe ein Wasserloch? Nee, habe ich nicht. Doch! Hab ich. Hier. Nee, hab ich nicht. Scheiße. Ah, doch. Ich muss hier nur hochkommen. Dann hab ich da eins. Super, was? Nein, und ich springe auch noch runter. So. Ja, das wird da gleich wieder hingesetzt. Sollte es richtig sein? Ja, genau. So, wunderbar. Das lasse ich da jetzt erstmal. Das ist so eine kleine, ja, sag mal, eine kleine Secret, wo ich mir immer Wasser holen kann. Secret vor allen Dingen. So, mal lauf doch. Ach, ich kann schon wieder nicht mehr laufen. Verzeihung, Rotz im Hals. So. Mal lauf doch, du Drecks-Minecraft-Charakter. Ich glaube, ich habe das in der Kopie so gemacht. Ja, genau. Wunderbar. It's perfect. So, jetzt hier rüber. Ach, übrigens, was ich nochmal sagen wollte, abonniert Game Inside. Da werden demnächst die ersten drei Extreme Trucker-Teile von mir folgen und die ersten drei Terraria-Teile von mir folgen. Wer sie noch nicht gesehen hat, bitte dort gucken. Also, ne, da werden auch noch andere Let's Plays. Ich glaube, Guden spendet seine Landwirtschaftssimulator Clips. Nenne ich sie jetzt mal. Da weiß ich jetzt aber nicht so genau. So. Was der Guden da spendet. Auf jeden Fall spende ich meine Extreme Trucker Teile und sowas. Und falls ihr auch Let's Player seid und der Gaming Now Community beitreten wollt, sprecht mich oder die Gaming Now Community an. Also gamingnow.de ist der Channel, der ist auch in meiner Subbox, also in der Chewie-Familie verlinkt, falls ihr den nicht findet. Also, da sind wir relativ flexibel. Am besten schreibt sie an und erwähnt dann zur besseren Übersicht, hey, der Chewie, der hat, ich bin doch der Chewie hergekommen. Und ja,
Zudem würde das dann, glaube ich, noch für mich Boni geben. Aha, dann würde ich, glaube ich, schneller VIP werden. So, fast ist die erste Etage der Monsterfalle fertig. Und jetzt muss ich mir nebenbei nochmal was zu essen besorgen. Deswegen wird jetzt auf dem Feld gefarmt und dafür ist eine ruhige Musik angesagt, damit ich das höre. Der Kack-Creeper. So, komm her. Wenigstens das Feld reicht. Ist schon mal super. Heute bin ich aber auch ein bisschen wachsamer. Ich fühle mich so verfolgt mit den Schafen unter mir. Wisst gar nicht, wie sehr ich mich verfolgt fühle. Als ob hier jeden Moment noch so ein Creeper um die Ecke kommt und alles weg werden, was wir bis jetzt je aufgebaut haben. Da müssen wir alle zu 1.3 eine neue Welt anfangen. So. Schön. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl. Wunderbar. Jetzt kann ich mir gleich was zu essen machen. Geh rein, geh rein! Oh! So, wenn jetzt einer meiner Verwandten dieses Video vorhin gesehen haben sollte, oder vorhin, wahrscheinlich irgendwann in den letzten paar Tagen, ja, es tut mir halt leid, dass ich nicht so wirklich viel Lust auf Urlaub habe, aber... Ach, guck mal, können wir gleich schlafen gehen, wenn wir rausgehen? So, toll. Da guck mal, schon wieder ein Kaktus. Wie viele Kakteen hier einfach kommen. Ist auch gar nicht so schlecht. Kannst du nur nachts schlafen. Jetzt ist aber Nacht. Gut. Ich bin tatsächlich etwas müde. So. Cool, ich nehme jetzt schon fast eine Stunde auf, Leute. Ich glaube, so lange habe ich bis jetzt Minecraft nur mit einem Huhn ausgehalten. Stimmt, ich muss ja hier hinten hoch. Boah, was das eigentlich für ein, was das so für ein krasser Musikwechsel ist, ne? So, egal. So. Was kann ich noch so mit euch bequatschen? Ja. Ich glaube, ich gehe nochmal ein Stockwerk höher. Ja, habt ihr eigentlich auch Ferien? Weil ich ja vorhin so viel über Ferien geredet habe. Oder letztens für euch wieder. Ich weiß ja jetzt wirklich nicht, wie ich das so... Weil ich habe gehört, einige Leute...